Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits, denn heute, vor genau 6 Jahren, zumindest zum Zeitpunkt des Uploads, habe ich das allererste Video hochgeladen, was Let's Plays betraf von mir, eigentlich auch das erste Kanal auf meinem Video, und es war damals, wie ihr jetzt hier erkennen könnt, Strider. Das ist jetzt allerdings nicht das gleiche Strider, wie ich damals gespielt habe, denn das, was ich damals gespielt habe, war die PlayStation 1 Version von der Portierung von einem Arcade-System, und im Jahre 2014 kam ein Remake raus von Strider. Für, ich glaube, alle gängigen Konsolen, also PlayStation 3, Xbox 360 und was da halt alles noch so gab. Wobei, ich glaube, das war es eigentlich schon. Vielleicht auch für Steam. Keine Ahnung. Nee, und ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt am Jahrestag quasi, ich habe ja Alpha-Protokoll die Videos ein bisschen länger alle gemacht, damit es halt auch genau hinkommt mit den Videos. Und ich finde es auch ganz schön, dass ich jetzt, gut, zum 5-Jährigen jetzt besser gepasst, aber es ist jetzt zu meinem 6-Jährigen Jubiläum hier auf YouTube, quasi nochmal ein kleines Revival feiern kann von dem allerersten Spiel, was ich damals gespielt habe. Jo, ich bin sehr gespannt, wie es ist. Ich drücke erstmal Start. Okay. Ja, eine kleine Besonderheit. Also ich kenne gar nichts von dem Spiel. Einzelspielerpartie, okay. Und aus irgendwelchen Gründen in der PlayStation, also in dem X, also in dem Menü hier von der PlayStation. Oh, ich habe gerade genießt, deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen komisch. Und ich muss rülpsen. Ah, okay. Es steht, dass ich jetzt hier die Trial-Version habe, also quasi die Demo-Version. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist. Ich weiß es aber nicht. Wird sich herausstellen. Vielleicht muss ich nochmal neu spielen. Nochmal neu runterladen und so. Einstellungen. Vibration ist gut. Ja, Vibration ist immer gut. Das passt schon. Extras? Konzertgramm, Charakterinfos. Gesperrt! Okay. Szenario-Infos alle gesperrt. So eine Sauerei. Okay, gibt nicht allzu viele. 4, 5, 6, 7, 8 Stück gibt es. Okay. Wahrscheinlich auch 8 Charaktere, ne? Ich glaube schon. Ich sehe jetzt nicht, ob das Squalt oder nicht. Ist ja auch Latten. Ah, Moment. Aha. Moment, ich will nochmal gucken. Es gibt doch ein paar mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles cool. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich schätze mal, es ist gameplay-mäßig so ein bisschen wie das Ur-Strider. Link dazu findet ihr übrigens in der Beschreibung, ne? Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich meine ersten Schritte im Let's Play das dann gemacht habe. Link in der Beschreibung von meinem ersten Let's Play. Das zweite Let's Play war Strider 2. Auch für die PlayStation 1. Ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich relativ lustig, wie ich damals begonnen habe, weil ich dann noch relativ zurückhaltend war und relativ leise und, also nicht unbedingt leise, aber die Soundqualität, die war alles andere als gut. Weil ich hatte da so eine richtig krasse Rauschunterdrückung drin. Ich schätze mal, ich werde jetzt so einen kleinen Nostalgie-Flash hier und da mal haben, wenn es jetzt wirklich ein Remake ist, weil dann werde ich einige Sachen wiedererkennen. Falls nicht, dann bin ich halt offen für Neues. So, Einzelspielerpartie. Neues Spiel. Nein, brauche ich nicht. Ja, nehmen wir normal, natürlich. Feinde lassen sich oft leicht mit einem kürzlich aufgesammelten Upgrade besiegen. Außenbezirke von Kasach. Klingt schon mal gut, weil bei Strider 1 war es auch. Zumindest osteuropäisch. Los geht's! Oh mein Gott! Und ich kann nicht mit dem Steuerkreuz spielen. Ah! Okay, die Sprungsteuerung ist genauso wie da. Ja, wir können metzeln. Was können wir noch? Was? Eliminiere Großmeister Maid. Okay. Ja, also wir sind Strider. Ich glaube, Hiryu heißt der Kollege. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir haben da oben sogar ein Radar. Leck mich am Arsch. Wow. Wir sind Strider Hiryu. Kämpfen gegen das Böse. Ich weiß nicht genau, was jetzt die genauen Hintergründe sind. Wahrscheinlich irgendein Schwachvogel. Es ist brutal, das Spiel. Da. Kann ja rummetzeln. Nee, ist ein ziemlich cooler, also das Ur-Strider war ein ziemlich cooler 2D-Sidescroller, der mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Halt relativ kurzweilig. Auf jeden Fall für ein Spiel zwischendurch immer sehr gut geeignet. Und ich spiele so unfassbar schlecht. Ah, das war auch mal cool. Jetzt kommt ein Wurm. Nee, doch nicht. Oh, hör mal auf. Kann ich irgendwie die Dinger blocken? Ich brauche mal ein besseres Schwert oder so. Es gab nämlich in alten Spielen gab es Upgrades, Schwert-Upgrades. Ich sammle die ganze Zeit irgendwelche Sachen ein, von denen ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber macht ja nichts. Das ist, glaube ich, ein starker Schlag irgendwie. Ich glaube, berühren darf ich die Gegner. Das ist schon mal sehr viel wert. Oh, hör auf. Mich trifft hier einfach alles. Ah, okay, man kann auch in die Richtung schlagen, wie man halt gerade will. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Also, mir macht ja jetzt schon Spaß, das Spiel. Vor allem auch so nach Alpha-Protokoll mal so wieder ein bisschen was
arcade-lastigeres Spiel. Ich weiß nicht, ob da unten was ist. Da unten ist was zum Einsammeln. Jo. Ach, Energie. Okay. Ja, man kann hier auch klettern. Das war halt auch immer damals ziemlich innovativ, dass man hier Wände hochklettern konnte. Ich weiß gar nicht, von wann das Urspiel ist. Den Doppelsprung können wir leider nicht machen. Lässt du mich wohl in Ruhe. So eine Blockfunktion wäre ja ganz geil. Weil ich bin hier gerade so gegen die Kollegen hier ein bisschen planlos. Okay, offensichtlich, gelbe Energie ist besser als grüne Energie. Was? Barriereintegrität. Barriere durch Rutschangriff zerstörbar. Das ist ja cool. Ach nee, nicht die Barriere. Welche denn? Ich bin gerade nur so ein bisschen unsicher. Hä? Das ist doch die Barriere, oder nicht? Sorry. Komm, vernichte es! Vernichte es! Ist das die... Die kann doch nicht meinen. Hier, ne? Die kann doch nicht das meinen als Rutschangriff. Das könnte ich ja noch irgendwo nicht verstehen, aber... Was habe ich noch für Attacken? Lass mich mal interessieren. Nee? Ja, hier, diese... Rutschangriff, zerstörbar! Nicht möglich! Fuck you! Oder aber wir lernen hier noch neue Sachen. Und dann ist das quasi wie bei, so ein bisschen wie bei Mega Man X. Dass man dann hinterher die ganze Scheiße nochmal besuchen kann. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ich will hier noch nicht weg. Ich will wissen, was hinter dieser scheiß Barriere ist. Moment. Ich habe hier bestimmt so wie gespielt. Rechtens kannst du den Kumai zielen und mit R2... Ach so, jeder Gegner hat Schwachstellen und diese hängen oft mit zuletzt aufgesammelten Upgrades zusammen. Jeder Treffer, den du bei den Gegnern landest, füllt deine Sturmangriffanzeige. Wenn sie voll ist, wird der Sturmangriffmodus aktiviert. Alle Angriffe verursachen dann die zweifache oder zweimal so viel Schaden und haben die doppelte Reichweite. Aber doch Vorsicht, durch gegnerische Treffer fällt der Sturmangriffanzeige wieder. Das ist aber doof. Gefallene Feinde geben Gesundheit und Energie ab. Schön, freut mich. Hilft mir jetzt aber nicht weiter. Kapseln zu finden, die erhalten eine kleine Menge Gesundheit und Energie, die Hiryu aufsammelt. Sobald er die Kapsel aufbricht, achso, jetzt geht's noch weiter. Große Kanister sind überall versteckt. Wenn Hiryu sie aufbricht, kann er seine Gesundheit und Energie komplett auffrischen. Schön, freut mich. Ich weiß es nur noch nicht genau, was jetzt was ist, um ehrlich zu sein. Geheime Gegenstände entdecken. Die Gegenstände sind im Access-Menü noch mehr Spielmodi freischalten. Okay. Gesundheit, okay. Habe ich schon, das ist gut. Plasma-Energie habe ich noch nicht. Optionen. Verletzte Feinde, um aufzuladen und Sturmangriff aktivieren. Wo sind die vier? Ach, da oben! Habe ich noch nicht. Wenn jetzt der Gefolgs kann Hiryu das Plasma-Katapult nutzen. Mhm. Und Umgebung und aktuelle Missionsziele an. Ja, ich habe da ungefähr noch gar keine Anzeigen. Oh, das kann doch nicht sein. Das ist doch der Rutschangriff, oder nicht? Hm. Ja, scheiße. Also man kommt auf jeden Fall hin. Das Radar geht ja noch weiter. Ich habe jetzt aber gerade keine Ahnung wie. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen frustrierend. Muss ich ja sagen. Auch da geht nix! Ach so. Ach, guck mal. Was? Ja, du ziehst glücklicherweise nicht allzu viel ab. Ja, verstehe ich nicht. Nee, funktioniert leider nicht. Muss ich euch leider enttäuschen. Und mich selbst auch. Ah, komm, geh mal. Ja, ja, schau euch das an, ne? Krieg ich auch nicht kaputt. Okay, dann muss ich durch den Lüftungsschacht tingeln. Entrinne der Falle. Oh mein Gott! Sauber! Und jetzt... Rutschangriff gelernt. Ja! Plasma-Stiefel ermöglichen es Hiryu, Objekten und Gegnern durch Rammen Schaden zuzufügen. Mit Hilfe... Was? Mit ihrer Hilfe kommst du auch in enge Bereiche, die dir vorher nicht zugänglich waren. Das ist sehr geil, weil... Ah, guck mal, jetzt haben wir da so ein rotes Moped. Dringen durch das Chateau von Kasach ein. Nein, das ist natürlich cool, wenn man hier noch Sachen lernen kann. Macht das Spiel auf jeden Fall um einiges cooler. Die, Motherfucker! Man kriegt die Scheiße hier doch bestimmt kaputt. Sonst wäre nicht so rot. Ich versuche mal die Lampe da oben kaputt zu schlagen. Nein! Negativ. Bums! Sackratte. So, okay. Ich will aber gucken, ob da nicht vielleicht noch irgendwo was ist. Das sieht schon mal sehr verdächtig aus. Ei. Ja, verdächtig nach meinem Tod. Moment, aber wenn wir das so machen und dann aber... Hui. Nein! Der Störung ist ein bisschen schwierig mit Analogstick. Hui! Oh, war nix, okay. Bam, 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 bam.
Erfahrungspunkte fände ich jetzt auch schon ganz fett. Ja, erste Level ist natürlich noch puppen einfach. Ist da oben was? Ja, eine Lampe. Aber nichts, was mich interessiert. Uff, du Heilige, okay. Dadadadan. So, jetzt gehen wir mal kurz runter. Runter, hab ich gesagt. Runter! Oh, okay, das war ganz schön knapp. Also hier sind ganz, ganz viele Gegner auf jeden Fall. Ich habe nur keine Ahnung. Ui. Nicht so rumhüpfen. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal hoch. Ja, von mir können auch alle runterkommen, da habe ich auch kein Problem mit. Neue Konzeptgrafik freigeschaltet, okay. Mr. Dolan. Wie du möchtest. Okay, ich muss aber irgendwie zusehen, wie ich... Also vielleicht kriege ich noch irgendwann so eine Blocktechnik. Weil die Projektile, den auszuweichen, ist ganz schön schwierig. Gehst du da bitte einmal? Dankeschön. So. Einmal kurz. Ja, Energie brauche ich nicht. Achso, noch nicht. Der wird sich im Spielverlauf noch ändern, da bin ich mir sicher. Bam. Hey. Oh. Es ist so sensibel, die Steuerung. Himmel. Arsch, okay. Also zumindest, ich wollte gerade sagen, gegnertechnisch dürfte jetzt eigentlich der Chor sein. Hm, ich springe auch noch rein, ich Horst. Bam, 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 bam. Hey. Okay, hat nicht funktioniert. Jetzt aber. So, okay. Boah, ey. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ernsthaft. Schnauze, ihr Penner! Bleib stehen! Komm! Ja! Okay. Aber macht jetzt schon Fun, echt? Ich weiß auch nicht, wie das von den Kritikern aufgenommen worden ist, das Spiel. Ich kann mich noch... Ich muss da oben hin. Habt ihr das gesehen? Da oben ist doch hier so ein Gerät, was mir hilft. Ich will die Konzeptgrafiken freischalten. Aber wie komme ich da hin? Ja, schön. Ja, okay, da müssen wir nochmal von links rum. Ich hoffe, das funktioniert in irgendeiner Form. Alles niederschnetzeln. Funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, okay, aber von hier aus komme ich jetzt nicht unbedingt weiter. Scheiße. Ich muss irgendwie die Stromscheiße da oben abschalten. Ich weiß gerade noch nicht, wie das funktioniert. Ja, meine Sturmangriffsgerätschaft ist auch wieder, hat sie auch wieder weggemacht. Nee. Hm. Ich würde gerne da hinkommen, ernsthaft. Penner. Ich will jetzt mal gucken, ob die sich von alleine wieder leert. Penner. Ich kann es nicht oft genug sagen. Penner, Penner, Penner. Okay. Ui. Ich glaube, ich kriege das nicht hin, diesen Sturmangriff. Wahrscheinlich im ganzen Let's Play kriege ich das nicht hin, die Scheiße zu aktivieren. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, leider. Ich wünschte, ich wüsste es. Aber vielleicht noch mal von der anderen Seite. Das wäre ja eine Möglichkeit. Komm, einfach kaputt machen, einfach kaputt machen. So, okay. Komme ich von hier aus? Ja, sogar. Suka. Da war auch Suka. Also die Sprungsteuerung ist hier noch ein bisschen schwierig. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Meiner Meinung nach. Ah, guck mal. Ah, aha. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, hätte ich mein längeres Ding rausgeholt. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Mann, oh. Ob ich fähig zu machen, Spiel. Ernsthaft. Ja, gut, komm, dann müssen wir erstmal weitergehen. Ich weiß einfach nicht, wie ich weiterkomme. Also nicht, wie ich weiterkomme, aber ich weiß nicht, wie ich da drankommen soll. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwo eine andere Möglichkeit, irgendwie einen Gleiter oder so. Dann kann ich ja schön dahin gleiten. So. Okay. Nur komplett über die Decke heizen. Ich laufe jetzt einfach nach vorne und schnetzel mich jetzt einfach durch. Okay, da sieht schon mal nach Endgegner aus. Oh, nach Zwischengegner. Hui. Na bitte? Was sagen? Du kommst doch nicht so hoch, ne? Alter, okay, komm. Komm, ja, einmal. Komm, hoch. Danke. Ich will da noch nicht rein. Der kannst du dich natürlich nicht dran festhalten, du Affe, ne? Ist klar.
Okay. Es lässt mir keine Ruhe. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Aber ich kann es nicht einfach so liegen lassen, wenn ich weiß, dass da was ist.